Also ja, ich bin echt überrascht und erstaunt, aber auch erfreut, dass das so schnell geht, dass die so dicht aneinander sitzen. Aber bis wir 40 haben, ist es ja noch eine Weile. Machen wir jetzt nicht alles auf einmal, das wäre ein bisschen viel. So, und der nächste ist nicht weit entfernt hier. Wir könnten eigentlich jetzt bald mal Schluss machen. Ich wollte ja nur 4 Folgen aufnehmen. Ja komm, jetzt holen wir uns noch den einen oder anderen. Wir sind hier auf Grundgestein hier, ne? Wo ist denn der jetzt? In welche Richtung? Ach, da oben. Ah, okay. Das ist ja mal wieder was anderes hier. Bisschen nach oben. Na komm. Ich werde mir hier einfach einen Wegpunkt setzen und dann können wir beim nächsten Mal noch dahin gehen. Und die wir jetzt schon haben, die müssen natürlich gleich ins Feld gesetzt werden. Oder ans Feld vielmehr. Moment. So. Da setze ich die hin. Noch ein Stück. Was? Hier. Ich bin ja so total eingeengt von... da oben. Von Steinen. Über mir lasten Millionen Tonnen von Gestein. Aber die sind ja gut abgestützt. So, der nächste ist immer noch über mir. Noch weiter über mir. Okay. Jetzt muss ich da nur hochkommen. Ne? Das ist das andere Problem. So, okay, dann machen wir das so. Den holen wir uns jetzt noch. Ich setze eben noch eine Fackel hin. So, den holen wir uns jetzt noch und dann gehen wir zurück zum Agrarplatz. Und setzen die mal hin. Wie viele haben wir denn jetzt schon? Oh, 9 Stück und gleich haben wir den 10. So, der ist nicht mehr weit weg. So, da ist er. Ha, sehr gut. Und der nächste? Ja, okay. Dann mache ich jetzt hier ein wenig Platz. Ich würde sagen, wir bleiben einfach dann gleich hier. So, noch ein bisschen hier rundum. Okay. Hier. Hier werde ich jetzt einen Wegpunkt setzen. Und nenne ihn Erzmine. Da. Ne, nicht Erzmine. Smaragdmine meine ich natürlich. Smaragd. Diesmal mit D. Smaragdmine. Und das wieder eins höher. So. Bestätigen. Ja, fertig. Nee, aber ich kann... Moment. Ausschalten. Kann ich eben ausschalten? Wenn wir das nicht mehr brauchen, dann lösche ich den einfach wieder. So, hier noch ein bisschen Platz machen. Auch hier noch ein bisschen. Nicht, dass ich doch ein bisschen zu verkehrt teleportiert werde. So, wo ist denn jetzt der nächste? Den habe ich ja gleich wieder freigelegt. Da, 7. Nee, komm, den lassen wir jetzt drin. Haben wir den nächsten, wenn wir hierher kommen und den holen, gleich in der Nähe. Jetzt haben wir schon Nacht, okay. Also mal wieder zurück. Oh nee, halt, ich will gerne nochmal einen Blick auf die Karte werfen. Genau, einfach mal weg hier. Wo sind wir denn gerade? Hier, da ist die Fischerhütte. Wir sind also bis da hingelaufen. Ja, okay. Also nur mal so als groben Überblick. Okay, jetzt also zurück zum Agrarplatz. Und dann erstmal ins Bett legen. Was ist denn da draußen los? Nix. Okay. Ich dachte, da stünde was vor dem Fenster oder vor der Mauer. So, also ab ins Bett hier. Und dann setzen wir morgen mal die ersten Smaragderze. Ich lege mal diese Spitzhacke da wieder behutsam in diese Abteilung hier. So, sind da irgendwo Creeper? Ach, ich habe übrigens herausgefunden, wie das letztes Mal war, als mich die Creeper da unten erwischt haben. Die standen hier schon auf dem Feld. Ich bin dann hier lang gelaufen. Hier so irgendwie. Ne, wo ist denn das Weg? Da ist der Weg. Und da bin ich sogar dem einen recht nahe gekommen. Vielleicht hat ihn der eine oder andere von euch gesehen, aber ich habe sie eben nicht gesehen.
Ja, ich habe auch den nicht gesehen. Ja, ich sag einfach mal nichts dazu. Also das hier, das finde ich jetzt sogar lustig. Obwohl es mich sonst nerven würde. Der hat sich zwischen diesen roten Punkten versteckt, die ja hier jetzt so auf der Karte verteilt sind mit den Blümchen und so weiter. Zum Glück hat er jetzt nicht viel Schaden angerichtet. Das Feld ist schnell wieder hergestellt. Ich brauche nur Erde. Ach, hier habe ich noch. Das ist schnell hergestellt. Das müssen wir jetzt doch machen. Also nutzt alles nichts. Ich kann jetzt nicht Schluss machen und das Feld hier so offen lassen. So, diesen Markt, da setzen wir aber auch noch hin. Nur keine Sorge. Hab ich denn noch so alles da, was ich brauche? Wir haben hier die Harke. Das kann ich mir auch gleich mal da hinlegen. Und dies dann. Also wir müssen uns noch ein paar von diesen Nethersteinen holen. So, der hat. Ich weiß, habt ihr jetzt Samen zerstört? Werden wir gleich sehen, ob das Feld. Ich weiß gar nicht, ob das vorhin auch voll war. Ich pflanze einfach alles an, was ich da habe. Den Rest. Ja, gut. Ne? Ist dann eben so. Der kann mal dahin. Ja, dann müssen wir noch ein bisschen was von dem Zeug holen und ein bisschen Knochenmehl drauf und dann ist alles wieder gut. Ah, oh, echt, ey. Da rede ich noch von dem. Ja, gut. Was wollte ich jetzt eigentlich? Hier, das da. Habe ich Knochenmehl auch mit? Nee, ich glaube nicht. Hier, siehst du, das haben wir da. Ah, es ist doch unglaublich. Das lässt mich jetzt wieder nicht los. So, naja, aber wir haben es ja gleich repariert hier. Also, dass ich da jetzt was zu reparieren habe, na, das ist jetzt nicht. Das ist jetzt nicht das, was mich so ärgert. Oder, ja, gut, ärgern, was mich so stört. Sondern, dass ich den übersehen habe. Und dann ironischerweise auch noch gerade in dem Augenblick. Ja, doch, der hat schon was kaputt gemacht hier. Von den Samen. In dem Augenblick, wo ich gerade davon gesprochen habe, ne? Also, echt. Naja, gut. Dann hole ich jetzt noch. oder ich schaue mal, ob ich da noch ein paar Samen habe von diesem Nether zurück. Dann setzen wir die auch nochmal hin. Müsste dann ja hier irgendwo sein. Da vorne. Da oben. Nein, habe ich nicht. Habe ich die vielleicht da reingeschmissen? Auch nicht. Na, okay. Okay. Dann haben wir eben nicht mehr. Ah, die Vogelscheuche, die fehlt noch. Richtig. Wo ich gerade die Ledersachen da gesehen habe. Da stand ja eine Vogelscheuche. Die ist auch kaputt gegangen. Ah, der Block hier steht noch da. Okay. Dann setzen wir die mal dahin. So. Und diese Sachen dazu. Moment, habe ich die Steine jetzt? Ja, die habe ich hingelegt. Okay. Die Steinhacke kann da weg. Und das hier auch. So, dann ist die Vogelscheuche wieder ganz. Ja, und das Feld ist eben in Mitleidenschaft gezogen. Ich kann übrigens die Dings wieder ausschalten hier. Ne, Moment, falsche Taste. So? Ja. So, der Schnüffler ist wieder inaktiv. Ja, okay. Und jetzt setzen wir mal ein paar Smaragderze hin. 10 haben wir. Ich gehe mal davon aus, dass ich das ganze Feld hier noch voll kriege. Deshalb ist es jetzt erstmal nicht so entscheidend, wo ich sie hinsetze. Also das ganze Feld nicht, aber so die Umrandung eben. Ja. Mal da noch einen hin. Ja, komm, dann. Ach, ich habe noch 5. Ich setze sie jetzt eben erstmal dahin, da wo ich eben Pflanzen habe. So. Ah, wir kriegen da schon noch 40. Die liegen da so dicht unterm Gebirge. Das macht sich ganz gut. Hier in der Mitte kann noch einer hin. So, und dann habe ich noch 2 weitere, die ich verteilen kann. Dann setze ich den einen mal dahin. Ist jetzt erstmal egal, wo die sitzen, denn die sollen ja noch überall hin. Und den anderen einfach dahin. So, da ist schon eine Lücke und gut ist. Dann habe ich hier alles erstmal zu. Diese Lücken da. Ja, soll ich die offen lassen? Ja, ich lasse die mal offen. So, und dann wechseln wir den Stein so nach und nach aus, wenn wir mehr
davon finden, von dem Erz. Okay, jetzt haben wir noch ein paar Minuten Zeit für diese Folge. Dann würde ich sagen, lassen wir das erstmal mit dem Erz nochmal. Da gehen wir das nächste Mal wieder hin. Oder irgendwann demnächst. Auf jeden Fall, ja, hat mir Spaß gemacht. Wenn ich da so schön was finde, so schnell auch, dann würde ich das gerne weitermachen. Erstmal noch hier ein bisschen Inventar ausleeren. Das hier, das kommt auch mal da rein. Diamant. Diamant habe ich hier. Eisen. Nee, das brauchen wir ja nicht mehr. Kann erstmal da weg. Ich weiß gar nicht, wo ich das Ganze... Ach, da habe ich doch. Hier, so. Bruchstein kann hier rein. Das Eisenerz kann da mit dazu. Und das auch hier. Nee, oder? Brauchen wir das noch? Ich lasse es nochmal da. Ich weiß es gerade nicht, ob wir das noch brauchen. Kann schon sein. Okay, also, ich wollte... Was wollte ich machen? Lampen setzen. Wo haben wir das denn? Da ist ja das Lampenzeug gar nicht. Ist das hier drin? Oder da? Nö, auch nicht. Dann vielleicht hier? Ja, hier ist es. Das, das und das. Die drei Sachen brauchen wir. Okay. Ich würde sagen, wir machen mal hier vorne bei dem... Wir könnten da sogar eine Lampe draufsetzen hier. Warum nicht? Das ist dann eben mal eine Lampe, die etwas anders platziert ist. Kann man ja machen. So, gut. Erde noch. Dass ich da drauf komme. Und auf Nachtbetrieb umschalten. So, hätten wir da auch eine Lampe. Dann will ich aber... Machen wir hier eine hin. Ich will hier eine hinsetzen. Und zwar einfach mal... Ja, dahin. So, und jetzt muss ich mich wieder ein bisschen hochbauen mit Erde. Und umschalten. Sehr gut. Und dann setze ich die andere... Oder die nächste Lampe einfach da vorne hin. Hier. Wie wär's denn mit hier in der Ecke? Ja, doch, genau. So, jetzt muss ich mich aber auch gleich wieder mit Erde hochbauen. Dahin, dahin und einschalten. So. Also umschalten ist es eigentlich. Und damit ein Ausschalten zur aktuellen Tageszeit. So, ja, jetzt bräuchte ich aber auch noch den Überblick für die Nacht oder von der Nacht. Wo ich denn am besten die nächste Lampe hinsetze. Ja, das wäre natürlich sinnvoll. Aber ich kann ja mal versuchen, ob ich das von hier oben auch einigermaßen gut sehen kann. Ja, doch, das ist so. Das sieht man doch eigentlich ganz gut. Dann wäre es sinnvoll, da vorne an die Ecke noch eine hinzusetzen. Oder da in die Mitte. Ja. Ja, dann setze ich doch mal erst da eine hin. Ein paar kann ich ja noch hinsetzen. Habe ja noch ein bisschen Material. So, also da an die... An diese Hecke da. An die... ja, ihr wisst schon. An diesen Wall hier. So, da oben drauf, ein bisschen erhöht, ist natürlich immer verkehrt. Ist natürlich immer gut. Und eben nicht verkehrt. So, und einschalten. Ja, ich habe übrigens auch schon Pläne, was ich hier denn so alles hinmachen will. Guck mal, hier ist alles schon wieder grün. Ich kann auch hier Erde schon hinmachen. Also die werde ich natürlich zum Teil wieder weggraben, aber erstmal so, dass ich da so eine Fläche habe, mit der ich arbeiten kann. Halte ich für sinnvoll. So, eigentlich wollte ich ja noch Lampen setzen. Ja gut, das mit der Erde ist auch sinnvoll. Komm, machen wir da noch ein bisschen Erde hin. Ja, wenn ich da noch... Ah ja, ich habe noch was. Ach, und es wird dunkel. Siehst du, dann können wir dies... Das ist gut, dass ich die Erde hinsetze. Das trifft sich doch hervorragend. Dann kann ich jetzt noch ein paar Blöcke hinsetzen. Und dann ist es Nacht. Und wir müssen sowieso rein. Ja, das muss da jetzt nicht sein. Hier aber noch. Und dann können wir von oben mal gucken. Hier, da leuchten die Lampen ja schon. Sehr gut.
Da geht der Mond auf. Ja, dann würde ich mal sagen, ich lasse es. Ja, komm, das kann man jetzt noch eben machen. So, einmal rum. Dann haben wir das auch fertig. Na gut. Dann bin ich jetzt auch so fertig. Noch sind keine Monster da. Das macht nichts. Ich gehe jetzt rein und schaue mir von oben das mal an, wie das aussieht mit den Lichtern. Und dann ist Schluss für heute. So, ja, da, was, da was. Da in der Mitte fehlt was, hier, da. Machen wir da was? Ja, doch. Ich würde, also ich muss da jetzt nicht überall solche Lampen stehen haben, aber so ein bisschen häufiger dürfen die schon sein. Da vorne an die Ecke, so könnten wir auch noch was hinbauen. Okay, haben wir noch zwei Stellen. Da eine, da in der Mitte eine. Und dann da vorne. Das müssen wir uns dann mal vom Turm aus anschauen. Ja, aber okay. Für jetzt ist es erstmal genug. Wir können beim nächsten Mal mit den Lampen weitermachen. Und wir können nochmal aufs Markterztor gehen und ja, noch mehr Lampen setzen. Und ansonsten machen wir da drüben weiter. Oh, es freut mich, dass ich dieses Markterz so einfach und schnell gefunden habe. Ja gut, dank des Schnüfflers. Na, das muss man natürlich auch sagen. Aber dafür habe ich den ja jetzt. Okay, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.